Wenn man an der Schule oder an der Uni mit Säuren und Basen konfrontiert wird, dann stellt man schnell fest, dass es häufig gar nicht so eindeutig ist, womit man es da zu tun hat. Denn leider gibt es mehrere Definitionen, die einen Stoff mal zur Säure machen und mal nicht. Einige dieser Definitionen werde ich hier vorstellen. Die erste Erklärung für eine Säure, die man normalerweise in der Schule hört, stammt von Arrhenius aus dem Jahre 1887. Laut Arrhenius sind Säuren Stoffe, die sich in Wasser gelöst in positiv geladene Wasserstoffionen, auch Protonen genannt, und einen negativ geladenen Säurerest aufspalten. Basen spalten sich dagegen in OH-Ionen und einen positiv geladenen Rest auf. Einfache Beispiele für Arrhenius-Säuren und Basen sind Salzsäure HCl und Natronlauge NaOH. Diese Definition ist allerdings immer auf das Lösemittel Wasser angewiesen und vor allem für Basen viel zu eng gefasst. Johannes Brönstedt erweiterte die Definition daher im Jahre 1923 und mit dieser Erklärung kommt man wahrscheinlich in seiner gesamten Schulzeit aus. Er sagt, dass Säuren Verbindungen sind, die Protonen abgeben können, sogenannte Protonendonatoren. Basen sind dann Protonenakzeptoren, also Verbindungen, die Protonen aufnehmen können. Außerdem gibt es Ampholyte, die in der Lage sind, Protonen sowohl aufzunehmen als auch abzugeben. Säuren und Basen müssen immer zusammen vorliegen. Es kann also nur dann ein Proton abgegeben werden, wenn es gleich wieder von einem anderen Teilchen aufgenommen werden kann. Es bilden sich Säure-Base-Paare. Hier zwei Beispiele dafür. Salzsäure HCl plus Wasser H2O reagiert zu Cl- und H3O+. HCl gibt ein H+-Ion, ein Proton, ab, ist also eine Säure. Wasser nimmt ein H+-Ion auf, ist also eine Base. Mische ich dagegen Wasser und Ammoniak NH3, dann gibt das Wasser ein H+-Ion an den Ammoniak ab. H2O plus NH3 reagiert zu OH- und NH4+. Wasser ist dieses Mal also die Säure, Ammoniak die Base. Wie man erkennt, welche Verbindung lieber Protonen abgibt und welche sie lieber aufnimmt, werde ich in dem Video zu den pKs und pKb-Werten erklären. Aber wir kennen schon einmal mit HCl eine Brönstedt-Säure, mit NH3 eine Brönstedt-Base und mit H2O einen Ampholyten. In der Oberstufe oder im Studium kommt ihr eventuell noch die Definition nach Lewis von 1939 unter. Lewis löst sich bei seiner Säure-Base-Definition von den H+-Ionen als dem entscheidenden Teilchen. Nach ihm ist eine Lewis-Säure eine Verbindung, die Elektronenpaare aufnehmen kann, Lewis-Basen dagegen geben Elektronenpaare ab. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Reaktion von Aluminiumchlorid mit Cl-. In Aluminiumchlorid AlCl3 kann Aluminium nicht die Oktettregel erfüllen. Es fehlen dafür genau zwei Elektronen. Durch die Aufnahme von Cl- werden diese Elektronen geliefert. Nach Lewis ist AlCl3 daher eine Säure und Cl- eine Base. Es gibt noch weitere Definitionen, zum Beispiel von Usanovic oder Lux. Diese spielen aber seltener eine Rolle. Das HSAB-Konzept von Pearson ist eine nützliche Erweiterung der Definition nach Lewis und wird in einem eigenen Video ausführlicher besprochen. Man muss also sehr genau wissen, von welcher Definition man ausgeht, wenn man von Säuren und Basen redet. Wird dazu nichts gesagt, kann man zumindest in der Schule davon ausgehen, dass es sich um die Definition nach Brönstedt handelt. Und auch meine nächsten Videos werden sich hauptsächlich um Brönstedt, Säuren und Basen drehen. Hast du noch Fragen oder Anregungen? Nutze doch einfach die Kommentarfunktion. Bis bald!